Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Guck mal hier, ein neuer Helm. Ich habe mir einen neuen Helm gegönnt aus der Automatron Sheetbox. Aus dem Automatron DLC. Ein Aggressortron-Helm. Der ist ganz cool. Wenn man jetzt die Waffe ziehen würde, ja, das Visier würde sich schließen. Könnt ihr jetzt schlecht sehen, weil welches, ja. Auf jeden Fall, es schließt sich das Visier, wenn die Waffe gezogen wird. Finde ich sehr cool und passt ganz gut zu unserer schönen Marinerüstung. Unsere Modder-Ausrüstung. Normalerweise hätten wir die Rüstung ja gar nicht, weil die kann man erst auf Verhaber in so einem untergegangenen Schiff finden später. Aber ich finde, die ist ganz cool, die Marine-Rüstung. Deshalb trage ich die gerne. Und der Helm passt ganz gut dazu. So, was wollen wir tun? Wir müssen jetzt mit Nick Valentine sprechen und dafür müssen wir in sein Büro. Hat der eigentlich auch oben Eingang? Hat der eigentlich auch oben irgendwo? Ich meine, der hat auch oben Eingang gehabt. Warum gehen wir eigentlich immer nur unten rein? Wir können ja mal oben. Warte mal, die meisten Häuser hier haben nämlich zwei Eingänge. Mal kurz schauen. Ich weiß, dass man bei Nick Valentine auch oben rum rausgehen kann. Kurz schauen, da ist das, da ist dieser Bereich. Wo kommt man denn da? Wo ist denn der Eingang? Hallo, bleib nicht hängen. Hier ist er doch. Ja, da ist er doch. Wir kommen von oben rein. Nicht gleich von unten, sondern... Alle Leute kommen unten rein, ich komme oben rein. Bitteschön. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Ja, bitte, aber wer bist du? Metalldetektivlieferung. Schutz zu Diensten. Ich bin froh, in der Marktnische zu arbeiten. So viel steht fest. Ich weiß nicht, wie du ihn gefunden hast, aber du verdienst eine Belohnung. Haha, das Spiel ist doch vorbereitet. Schau mal an. Und ein kleiner Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus... Ja, eventuell. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben so einfach wird man zum Detektiv umgeschult. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Aber erstmal müssen wir uns hier befragen lassen. Wir suchen ja immer noch Spuren. Spuren, die zu unserem Sohn führen. Erzähl mir alles, egal zum Entführer. Schmerzhaft es ist. Frage ist, ist der Sohn, wie alt ist der? Lebt er überhaupt noch? Also, das ist alles fraglich. Aber wir probieren natürlich alles. Den Mord beschreiben. Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. Was kannst du mir noch erzählen? Einiges. Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und ja. Wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. An was erinnerst du dich noch? Ich könnte meinen Sohn mal erstmal beschreiben, bevor ich dann den Entführer beschreibe. Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Die Supermutanten, ja, die mit ihren zärtlichen Händen gehen. Also, ich möchte mir nicht vorstellen, wie die ein Baby wickeln. Ja, die Gunner, diese Söldnergruppen. Raider, ja, die haben vielleicht auch irgendwie Kinder und ja, aber das Institut. Naja, wir gehen mal alles durch. Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein, ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Supermutanten? Ja, wir haben unseren Kumpel, der, wie gesagt... Supermutanten? Wer sind die? Groß, grün, muskelbepackt.
Mit anderen Worten, schwer zu übersehen. Allerdings. Die können wir wohl ausschließen. Ja, ich glaube, die sind Raider. Glaubst du, es könnten Raider gewesen sein? Das bezweifle ich. Die können sich nicht mal selbst organisieren, geschweige denn sowas Kompliziertes hinbekommen. Na, kommt drauf an. Also denk dran. Also ja, Nuka World sind ja auch so ein paar organisierte Raider-Gruppen. Also, aber du hast natürlich vollkommen recht, Nick. Eher die Gunner und das sind ja die bezahlten Söldner. Aber das Institut, ich glaube... Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schief läuft, der Buhmann der Nation. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also, ein ausgebildeter... Ach, du bist ein Synth? Du? Hätte ich nicht gedacht. Niemals. Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß. Ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Das stimmt wohl. Also, wir haben ja schon bei Arcjet ja schon einige gesehen und die waren eher so piep, piep, piep oder elektronisch und nicht so, also Nick ist wirklich so ein Zwischending, glaube ich. Es gibt mittlerweile ja auch viele menschliche Synths, die man fast nicht unterscheiden kann. Du weißt nicht, du bist einer von ihnen. Du bist einer von ihnen, du musst was wissen. Du musst was wissen. Lüg mich nicht an, Nick. Du bist einer von ihnen. Sie haben dich gebaut. Ja, kenne ich schon. Du bist ein Freak. Du hast was zu verbergen. Bla, bla, bla. Bla, 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 ja, ja. Wer clever genug ist, mich zu bauen, ist auch clever genug, um seine Spuren zu verwischen. Das stimmt wohl. Und arrogant genug, um seinen Müll im Commonwealth abzuladen und sich selbst zu überlassen. Wir müssen Sean suchen. Bringt nichts. Er weiß auch nichts. Wie auch immer. Erstmal. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Genau. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Ja, eine markante Stimme. Die Stimme werde ich nie vergessen. Tief und rau, wie Schmirgelpapier. Ha, das ist nicht viel. Aber eine harte und autoritäre Stimme kann einen in diesem Geschäft weit bringen. Was noch? Eine Waffe hat er natürlich auch gehabt. Der Kerl, der meine Frau getötet hat, er trug eine Handfeuerwaffe. Dieses Geräusch. Vielleicht ein großkalibriger Revolver. Ja. Ha, langsam bekomme ich eine Vorstellung von unserem Täter. Kannst du mir noch mehr erzählen? Ja, also ein Outfit. Die Frau trug... Hatte er auch. ...eine Art Schutzanzug, glaube ich. Das würde jetzt wieder zum Institut führen, ne? Sein Schutzanzug. Vielleicht eine selbstgebaute Rüstung. Viele Söldner machen das, um hart auszusehen. Der Schutzanzug ist interessant. Sowas können sich nur wenige Söldner leisten. An was erinnerst du dich? Aber die können vielleicht ausgestattet werden vom Auftraggeber, ne? Das ging natürlich. Glatze und Narbe. Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte, das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Kellogg, das Frühstück? Na klar, ich habe ihren Namen, ihre Adresse und das Versteck ihrer Tagebuchschlüssel mitbekommen. Schon gut, schon gut. Ich mag das sarkastisch einfach so gerne. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe... Macht gefährliche Söldnerjobs, aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Ach was. Hatte er nicht ein Kind dabei? Oh, ja, was? Genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Er ist in der Stadt? Für das Kind? Das muss Sean sein. Es muss er sein. Er wohnt hier? Er ist noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Ach ja, da passiert schon nichts. Nicht immer. No smoking? Dabei raucht der selbst wie so ein Slot. Unfassbar. So, was haben wir hier noch Nettes? Durchgemacht, was? Ich hoffe, dass du und Nick dieses Monster finden. Jo. Was haben wir hier noch Nettes hier? Case File. Akte Earl Sterling.
Fall Earl Sterling. Auftraggeber Vadim Bobrov. Noch ein Verschwinden zu klären. Earl Sterling, 25 Jahre alter Barkeeper im Duckout Inn. Vadim Bobrov, einer der Inhaber, bemerkte, dass Earl mehrere Tage nicht zur Arbeit erschienen war. Die Sicherheit wurde gerufen. Es gab keine Untersuchung? Natürlich nicht. Das Institut hat ihn entführt. So erzählt man sich in der Stadt. Wie immer. Vadim kam in mein Büro angetrunken und mit einer rührseligen Geschichte darüber, dass er und Earl sich schon seit langer Zeit kennen und dass er nicht glauben kann, dass der Earl vom schwarzen Mann entführt wurde. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er recht hat. Earl hatte keine Feinde, zumindest keine mit einem Motiv, ihn umzubringen. Außerdem hat er allein gelebt, daher muss ich herausfinden, ob Vadim und irgendjemand sonst im Duckout seine Schlüssel hat. Ich würde der Sicherheit lieber nicht erklären. Was? Da fehlen ein paar U-Punkte, ne? Ich würde sicher lieber nicht erklären müssen, warum ich das Schloss an Earls Tür knacke, falls ich einen Fehler begehe und auf frische Tat ertappt werde. Ja. Earl ist eines Tages aufgestanden und einfach verschwunden. Seitdem hat ihn keiner mehr gesehen. Spurlos verschwunden. Suche in Earl Sterlings Haus nach Hinweisen. Oder besorgt den Schlüssel. Oh, eine Zeitung. Jetzt können wir uns ja auch Sachen mitnehmen. Was haben wir da? Case Closed on Crime. Boss Eddie Winter. Ach, schau mal einen an. Liegt genau hier richtig rum. Das ist hier auch der Storyverlauf von Nick Valentine. Schon sehr cool designt, die Zeitung, ne? Ich lasse ihn mal liegen, weil das so cool hier aussieht gerade. Zigarette qualmt, obwohl da steht, bitte nicht rauchen. Ich verstehe. So, wir haben hier noch ein Spielchen zum Spielen. Da haben wir aber keine Zeit für gerade. Und da ist noch ein weiterer Fall für uns. Akte Marty Bullfinch. Der Marty Bullfinch-Fall. Marty war Nicks Partner. Betonung auf war. Er muss ziemlich verzweifelt gewesen sein, uns nach so langer Zeit um Hilfe zu bitten. Ja. Bei Gelegenheit gucken wir uns das mal an. So, da liegt noch etwas. Der mysteriöse Fremde. Fall der mysteriöse Fremde. Seit Jahren gibt es immer wieder Berichte über den sogenannten mysteriösen Fremden, der sporadisch in den alten USA gesehen wurde. Im besten Fall ist der Mann ein amoralischer Irrer. Im schlimmsten Fall ein höchst aktiver Serienmörder. Bekannt ist nur sein Modus operandi. Er taucht plötzlich auf, tötet gnadenlos und verschwindet dann, ohne ein Wort zu sagen. Der Fremde hat keine bekannten Komplizen, wählt seine Opfer ohne nachvollziehbare Methode aus und hinterlässt keine Visitenkarte. Sichtungen gab es von der bis hin zur Ostküste, und zwar seit Jahrzehnten. Jetzt ist er im Commonwealth aufgetaucht. Das Letzte, was wir hier brauchen, ist noch ein Psychopath, der Amok läuft. Es wird Zeit, das Mosaik zu vervollständigen, damit er erledigt werden kann. Beschreibung, männlich, Mensch, wechselnde Kleidung. Aber bei den letzten Sichtungen trug er einen langen Mantel und einen Filzhut. Der Kerl hat Geschmack, das muss man ihm lassen. Ein Mann, mehrere Männer, ein Ghoul mit minimalen Vernarbungen, konnte eine mögliche Erklärung für die langen Abstände zwischen den Sichtungen sein. Es könnte tatsächlich, alles spricht dafür, dass es dieser Perk ist. Der mysteriöse Fremde. Wenn ich jetzt das Wet Swats benutze, könnte es sein, dass der auftaucht und dann den Gegner ausschaltet. Den werden wir bestimmt bei Gelegenheit nochmal sehen. Da ist er, der mysteriöse Fremde. Ich habe ihm alle Sterne gegeben und jetzt taucht er komplett auf. Der mysteriöse Fremde taucht im Wetz öfter auf. Wenn er einen Gegner tötet, besteht eine hohe Chance, dass dein Balken für kritische Treffer aufgefüllt wird. Das ist er. Das ist der mysteriöse Fremde. Den werden wir bei Gelegenheit bestimmt nochmal treffen irgendwann. So, wir können uns mal kurz das Holoband anhören, zur Vollständigkeit. Marty, so und so war es, glaube ich. Wir sind diverses. Mysteriöse Fremde, das war das, was wir gerade gelesen haben. Margaret Marty Bullfinch Holoband. Niki, du alter Nietzsack, hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her, aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Erinnerst du dich noch an diese hässliche Grashüpferstatue oben auf Faneuil Hall? Da war eine Notiz dran. Eine Notiz des Sohns von einem gewissen Sham Drown. Ich schätze nicht, dass der Name dir was sagt, aber der Typ war ein Kupferschmied aus der Zeit, als die Leute sowas noch gemacht haben.
Offenbar führt diese Notiz direkt zum geheimen Versteck des Typen. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich wüsste schon gern, ob es das Versteck noch gibt. Ich werde mir die Hall mal etwas genauer ansehen. Wenn du das Team wieder zusammenbringen willst, dann lass es mich wissen. Ja, bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit. Der goldene Grashüpfer. Wir kriegen hier lauter Queste. So, ich gehe wieder oben raus. Machen wir es mal andersrum. Was haben wir denn hier eigentlich Nettes? Kronkorken, Haarklammer, sauber auch schwarzer Anzug. Warum eigentlich nicht? Ich habe zwar von Smoking, aber auch ich möchte mal gerne gut gekleidet rumlaufen. So, die Nuka-Cola nehme ich mir mit. Für unterwegs. Und wir gehen raus. Zurück nach Diamond City. Zurück nach Diamond City. Hui. So. Wo ist Nick? Macht nichts, wir gehen selber hin. Wir müssen einfach das Haus von... Wo ist denn der? Wo ist der Knabe? Wo ist der Knabe? Nick! Nick! Ich möchte jetzt nicht das Gespräch. Ich möchte noch nicht die... Also wenn ich jetzt da lang gehe, da unterhalten sich nämlich gerade zwei über die Railroad. Ich möchte die Railroad eigentlich noch nicht so gerne in meiner Karte haben. Wo ist der Knabe? Ah! Unfassbar. Wir kaufen und verkaufen hier alles. Hey Nick! Jeden und von jedem. Außer Synths. Synths sind hier nicht erwünscht. Manchmal muss man sich echt fragen, wehrt sich denn überhaupt noch jemand? Na, jetzt haben wir es doch. Jetzt haben wir es doch. Na gut, dann kommen wir uns doch. Dann haben wir halt doch die Information schon bekommen. Folge dem Freedom Trail. Naja. Der Weg zur Freiheit. Wie wir die jetzt hier ausschalten, ob wir da hingehen. Ich glaube, wir werden ja... Ja, wir wollen ja den Part der Bruderschaft laufen. Und da ist die Railroad hier ein Feind und ich glaube, den werden wir auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wieso wir Valentine erlauben, in der Stadt zu leben. Er rettet ein, zwei Leute und schon vergessen alle, dass er ein verdammter Synth ist. Ja, er ist ein netter Kerl, so wie es scheint. Nick, komm, Kelloggs Haus ist ganz in der Nähe. Ja, let's go. Mich würde was interessieren, welche sage ich. Geh mal kurz auf Laden. Wo kann ich mich hier wieder reinladen? Ich bin hier geladen, ne? Ich gehe nochmal kurz. Was passiert, wenn ich jetzt schon zu... Warte mal. Ich möchte mir gerne alle Informationen... Komm her! Nick! Jetzt komm schon! Zu Kelloggs Haus geht's da lang. Ja, dann komm! Ich möchte gerne sämtliche Texte mitnehmen. Ein Neuankömmling, was? Ach komm, Nick! Abbott an der Mauer. Alter, was bleibt da jetzt da? Ich glaube, der ist irritiert, weil ich oben rum rausgekommen bin. Triff Abbott bei der Mauer. Hm, ja, man wird hier nur so mit Questline zugehauen. Ah, verdammt. Jetzt komm schon. Der ist irritiert, weil ich... Alter, das Spiel, das ist sowas von... Ah, jetzt geht er. Weil ich von da komme jetzt. Alles geht, lass mich doch mal durch. Jetzt lass mich doch mal durch, Mensch. So, jetzt hast du's. Ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Ja. Bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz... Bleib doch mal stehen! Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. So, jetzt lade ich mal kurz. Jetzt wissen wir ja, was er sagt. Ich möchte mal passieren. Was passiert, wenn ich jetzt zum Haus gehe und das ohne Nick aufmache? Würde ich ganz gerne mal gucken. Ich lade mal nochmal ganz kurz. Tut mir leid. Das würde mich mal interessieren. Ich würde gerne so verschiedene Dinge ausprobieren. Ob das Spiel auf S. Das Spiel ist auf einiges vorbereitet, das weiß ich.
auch auf einige Dialoge. Ich möchte jetzt mal direkt zum Haus gehen, ohne dass uns Nick jetzt gerade das gesagt hat, was er jetzt gerade gesagt hat. So, jetzt sind wir wieder hier. In meinem Revier. Hui! So. Gehen jetzt da selber allein einmal hin. Mal sehen, was passiert. Da wohnt er. So. Kelloggs Haus. Entsperren Meister. Wo ist Nick? Die alte Blechbüchse. Mal probieren, was passiert. Geschafft. Okay, wir sind drin. Wo ist er? Ist er jetzt auch da? Sehen wir uns etwas um. Ah, guck an. Irgendwas zurückgelassen haben. Plötzlich ist er auch da. Okay. Okay. So, das ist Kelloggs altes Haus. Hier ist natürlich jetzt nichts mehr, außer ein Schreibtisch mit diversen Krempel und ein geheimnisvoller Knopf, wo man seinen geheimen Privatbereich öffnen kann. Wir brauchen einen neuen Begleiter. Der gute Strong ist zwar nett und so, ne, aber er sagt zu wenig über sich und überhaupt. Ich glaube, wir müssen uns einen anderen Begleiter suchen. Aber erstmal plündern wir uns hier ein bisschen zurecht. Lieber looten statt bluten ist mein Haupthobby. So, guck an, der Nick, der kommt also. Jetzt habt ihr, wie gesagt, ihr habt ja das Kommentar von ihm gerade mitgekriegt, bevor ich geladen habe. Ich wollte einfach mal gucken, was passiert. Also, nicht Langfinger. Schau mal an, der kommt also automatisch mit uns zu. Gleich haben wir auch eine Variante, die wir erfahren werden. Also, ich habe ja den guten Hund, Dogmeat, mein Liebling, den habe ich ja noch nicht gefunden. Absichtlich. Wir werden nämlich gleich etwas erfahren. Dann, ja, ich lasse mal erstmal kurz ruhig und ich bin erstmal ganz hier. Grenade Start, 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Ich mach's. Was denn? Der große Uhrwerkmeister weiß nicht weiter? Synth-Detektiv, du Arsch. Wenn du schon solche Sprüche weißt... Oh, jetzt wird aber langsam... Aber Scherz beiseite. Ich habe eine Idee. Ich muss jemanden herrufen. Einen Spezialisten muss er herrufen. Wer ist das? Wer ist dieser Freund, Nick? Habe ein paar Mal mit ihm gearbeitet. Aber er mag nicht jeden. Nick hat also schon mit Dogmeat zusammengearbeitet. Ich sende das Signal. Ist eine spezielle Frequenz. Deshalb wirst du es nicht hören. Er aber schon. Okay. Eine Hundepfeife? Warten wir draußen. Unfassbar, oder? Wenn man Dogmeat bei der Red Rocket Tankstelle... Normalerweise trifft man den ja automatisch. Wenn man da... Man geht ja eigentlich den Weg entlang und kommt zur Tankstelle. Der Hund steht da. Wenn man das aber nicht macht, so wie ich in dem Fall, dann kommt jetzt spätestens Dogmeat ins Spiel. Weil der gute Nick Valentine mit ihm anscheinend schon mal zusammengearbeitet hat. Finde ich, also das Spiel, das ist auf einiges vorbereitet. Und das sind noch mehrere Dinge. Es gibt noch mehrere Beispiele dafür, die ich jetzt noch im Verlauf des Spiels testen werde. Sehr, sehr krass finde ich das. Sehr, sehr krass. Oh, Handschellen. Natürlich. Alles mitnehmen. Braucht er sowieso nicht mehr. Gut, wir gehen mal raus. Wir gehen mal raus. Ah, da ist er ja. Schnell zur Stelle wie immer. Da ist er, Doggy Dogmann. Mega. Super. Genial. Einfach genial. Dogmeat? Er ist ein Hund. Das ist nicht witzig. Dogmeat, ja? Ein tolles Tier. Hat keinen richtigen Besitzer, aber ist immer da, wenn man ihn mal braucht. Na los, lass ihn an der Zigarre schnüffeln. Mal sehen, ob er unseren Mann finden. Natürlich findet er auf jeden Fall einen Weg. Den Weg machst,
Ich weiß, dass das was persönlich ist. Es ist so krass, dass Bethesda an diverse Dinge gedacht hat. Unfassbar. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Und es gibt noch ein paar Beispiele, die werde ich auch noch machen, wo ich erst recht denke, Alter, wie kommen, ne? Alternativen. Die haben so an einige Alternativen gedacht. Und gerade jetzt hier in der Bruderschaft, in Bruderschaftspart, werde ich das auf jeden Fall versuchen. Na gut. Ja, komm mit mir. Es ist blöd für den guten... Was soll der ernste Blick? Sag was. Ich überlege gerade, verdammt. Ja gut, komm mit mir, weil ich glaube... Ja, komm. Ich will, dass du mir zur Seite wir nehmen den großen, dicken irgendwann nochmal mit. Unseren neuen Freund, unseren grünhäutigen. Und wir haben ja eine Siedlung für, ja, wenn wir mal die Füße hochlegen wollen, erstellt. Da schicken wir ihn hin. Die Nachbarschaft der Supermutanten groß. In der Nähe sind nämlich auch mehrere von denen. Und ich sag, wie hoch. Ach, guck mal, wie süß. Ach, er ist süß. Miss Survival. Da gibt's auch einen Hund, ab sofort. Und dieser Hund heißt für mich auch immer Dogmeat. Eigentlich heißt er Leo, aber für mich ist das Leo Dogmeat. Weil Dogmeat ist einfach... Ach, guck mal, ist er nicht niedlich. Ist er... Wir machen doch noch was aus dem Commonwealth. Ja. Ist er nicht niedlich. Na gut, Dogmeat, komm mal her. Dogmeat, schnüffel mal da dran. Ich muss es. Ich vertraue die Zukunft meiner Familie einem Hund an. Ich bin wirklich verrückt geworden. Na dann, erste Hinweise, abgeschlossen. Na dann, Dogmeat, let's go. Da läuft er nun. Die Abkürzung. Jeder kluge Kopf liest die Public Occurrences. Wiedersehen macht Freude. Das Bild ist auch schön. Da geht er. Hey, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. So, hier ist keine Aktion gerade zu sehen. Also, wir können mal eben kurz das machen. Eins von diesen Dingern ist dann seine Sekretärin. Sie und ihre perfekte Frisur. Mhm. Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny. Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Ach, da sitzt er. Wenn du McDonough mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Hier bei uns nennen wir deinen Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Note. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Schnitt. Gerade nicht. Heute nicht. Klar, ein andermal dann. Ich muss mal eben kurz die da. Oh, hallo. Wieder jemand Armes und Dummes aus Diamond City hier, was? Ein paar Reste vom Tisch zu erbetteln? Boah, Alter. Die hat's nicht einer verdient. Wow, da fehlen mir echt die Worte. Mir gefällt dein Ton nicht. Warum verschwindest du nicht, bevor ich dich beim Sicherheitsdienst melde? Was ist das für eine, Alter? Dann käme ich ja nicht mehr in den Genuss deiner wundervollen Gesellschaft. Mach, was du willst. Ich bin fertig mit dir. Oh, komm, bezieh dich. Welche Frau zieht denn... Also bitte, ganz ehrlich. Nee. Hey, hey, Ned. Das Institut könnte direkt hinter dir lauern. Immer noch nicht, Ned. Immer noch nicht. Ned. Hast du nichts Besseres zu tun? So, die synthetische Wahrheit. Die muss man mit. So, wer es lesen möchte, kann jetzt mal auf Pause drücken. Einmal. 2287. Das ist das aktuelle Datum des Jahres. Einmal, zweimal, dreimal, Nummer vier, fünfmal gedrückt, sechs, siebenmal gedrückt, acht und neun. Das war's. So, immer schön die Zeitung lesen, das bildet. Und let's go. Ghostbusters. Let's go. Oh, sorry. Ich habe mich in der Tür vertan. Ja, ist ja gut, Dogmeat. Das war... Wir kommen wieder. Wir kommen wieder, gar keine Frage. Wir können ja auch eigentlich mal ganz kurz doch mal das Interview führen.
mit Piper, dann haben wir das schon mal gemacht. Du wirst nicht glauben, worum es in der nächsten Ausgabe geht. Wart nur ab. Ich warte. Hey, Pipe. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Warum nennst du mich so? Weil du ein Vault-Bewohner bist? Du trägst woher weiß sie das? Nicht den blauen also, Anzug, aber den vom Aussehen her. Diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu. Ich ja gut, wegen Pip-Boy, ne? Aber deine Lebensgeschichte. Ich glaube, es wird Zeit, dass Diamond City die Entwickler sind davon ausgegangen, dass wir ständig das ganze Spiel über nur unseren blauen Anzug tragen. Und deswegen haben die die Dialoge so darauf hingespielt. Hier hast du deine Überschrift. Hiesiger Mann sagt nein. Du meinst es ernst, hä? Nein, ich mach's natürlich nicht. Ich wollte nur mal kurz das Sarkastische rausholen. Dieses Interview, klar? Hey, komm. Piper. Bist du bereit? Du raust? Interview geben. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut, kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Ja, eisig und frostig, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Da waren nur ich und tausend andere Versuchskaninchen. Das stimmt. Sie wurden zu Fleischfressern. Okay. Das war ich vorher schon. Ich schätze, ein gutes Schnitzel. Da muss wohl ein satirischer Ansatz her. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten... Ja, wie ist das denn? Eigentlich ist das für diese Zeit schon cool. Im Vergleich zu dem, was ich kenne aus meinem alten Leben. Ja, was... Ja. Ja. Lustig, Sachen zu zerstören. Das ist also das Gefühl. Okay. Gibt mir Hoffnung. Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut. Irgendwie passen die Antwortmöglichkeiten gerade nicht so wirklich, aber... überraschend inspiriert, Blue. Das Zitat werde ich definitiv nehmen. Valentine hat das gefallen. Jetzt die große Frage. Warum bist du nach Diamond City gekommen? Ich suche jemanden, ja. Soll ich das der Presse auf die Nase binden? Die Presse und ja, das Institut liest bestimmt auch Zeitungen. Ein Familienmitglied. Na gut, komm, was soll's. Mein Sohn Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Seufz. Es ist heute so rührend wie eh und je. Glaubst du, das Institut hat etwas damit zu tun? Mittlerweile. Keiner weiß es. Könnte sein. Ja, das ist gut möglich. Nicht mal ein Baby ist vor ihnen sicher. Und die Leute fragen sich, warum ich nicht einfach wegsehen kann. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführung... Ein paar Worte? Freie Worte? Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat ja. und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Tja, nicht die Hoffnung verlieren, das ist natürlich richtig. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Das stimmt wohl, das sollte man immer tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Wenn es jetzt andere Worte gewesen wären, hätte ich jetzt andere Worte genommen, aber das, glaube ich, ist ganz gut. Wird eine Weile dauern, oh, Valentine hat das geliebt. Oh, der macht gleich einen Heiratsantrag. Die alte Blechbüchse. Na, ich mag ihn aber. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Ist ein guter. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du so, bist. Normalerweise würde ich jetzt mit... Ja, das ist die Frage. Soll ich jetzt nicht doch mit Piper weiterziehen? Ich bin immer mit Nick weiter jetzt gezogen. Wegen der Kommentare, weißt du, die man so, wie diese abgeben. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Er kennt aber Kellogg. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Der grüne Dicke, der hat es zu wenig gesagt. Sie sagt vielleicht schon ein bisschen mehr. Hm, was machst du da? Nagelpflege. Ich bin da ganz irritiert gerade. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oder kommst du doch einfach mal mit? Hey, Ned. Ich muss Zeitungen verkaufen. Mister. Ach so, okay, wenn du meinst. Ich klaue hier nichts, aber ich gucke ja mal eben kurz. Wir dürfen alles mitnehmen, scheinbar. Aber ich lasse es mal. Guck mal hier. Ich lasse es mal. Die raucht. Furchtbar. Ah, ich weiß es nicht. Ich bin so hin und her gerissen. Ich würde gerne sie mitnehmen. Ich möchte aber auch ihn mitnehmen, verdammt. Warum hat man nicht irgendwie einen Perk, dass man beide mitnehmen kann? Also mehr als ein Reporter. Mehr als ein Begleiter. Wir brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung?
Gehen wir. Wird gemacht. Mit Piper zu reisen erfordert starke Nerven. Ich mache jetzt selber einen Speicher. Mach ich gleich mal einen Folgenbreak. Du findest einfach immer die richtigen Worte. Ah, guck mal, wir können Nick auch direkt wegschicken. Machen wir das mal. Wir wissen ja, wo er dann ist. Wir sammeln da unsere NPCs. Ich bin immer mit Nick da hingegangen. Und eigentlich hat er auch nicht so viel gesagt. Aber mit Piper ist auch nicht schlecht. Sie wird aber allerdings nicht so begeistert sein, genau wie Nick. Nicht so begeistert sein, dass ich dann für die Bruderschaft dann irgendwas erledige. Da sollte man dann doch wahrscheinlich eher die bösen Typen, also die, denen das eigentlich egal ist, wählen. Wie zum Beispiel der grüne Dicke oder Kate. MacReady eventuell. Also die... Oh, guck mal, da hinten ist gerade... Da ist was los. Schön, wieder zurück in Diamond City. Da ist die Aktion. Jetzt kommt die Aktion. Jetzt. Ausgerechnet jetzt. Sünd. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht schießen. Um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Nimm die Waffe runter. Sofort. Er ist ein Sünd. Er wird uns alle töten. Boah, Alter. Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sins in Diamond City. Also er ist kein Sind, wie es scheint. Frage ist, ist er ein Sind? Wo habe ich jetzt gespeichert? Warte mal, wir laden... Wo haben wir jetzt gespeichert? Um zu gucken, um zu sehen. Wir können hier nochmal laden. Also okay, das geht. Ich möchte nur wissen, was passiert. Ob er ein Sind ist. Wiley, er ist kein Synth. Was hätte der jetzt hier eine Synth-Komponente? Und Kyle hat auch keine. Okay, er ist also tatsächlich umsonst gestorben. Krass. Es sind beides keine Synths. Ich habe mich gesagt, dafür wäre der andere, der vielleicht doch noch einer. Aber es sind also doch beides keine Sins. Das ist interessant. Ich lade mich nochmal hier rein. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, gehe ich dann... Ja. Wir laden uns doch mal hier rein. So. Wir können den Mord nicht verhindern, glaube ich. Wir können es leider nicht verhindern. Es ist groß. Keine Bewegung, Sünd. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter! Sofort! Er ist ein Sünd! Er wird uns alle töten! Fassbar. Dass die einfach so schießen, finde ich unfassbar. Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sünds in Diamond City, hört ihr? Der schießt drauf. Warte mal, ich mach mal kurz probieren. Wenn ich den jetzt anspreche, den Soldaten, der schießt, also den die Security-Typen, wenn ich den anspreche, den davon abhalte, dass er schießt. So, wir gucken mal. Keine Bewegung, der Typ hat geschossen. Was hast du mit dem Wo ist Riley er jetzt? Gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht der schießen, um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Nee, wenn ich ihn anklicke... Sofort. Er ist ein Sünd. Wenn ich ihn an, also wir können da nicht... Ne, der schießt automatisch. Was? Arschig. Arschig ist das. Einfach arschig. Die Show ist vorbei. Es gibt keine Sins in Diamond City, hört ihr? Nein. Den wollte ich haben. Ne, das sind beides keine Sins. Umsonst gestorben. Tja. Weitergehen. Kyle und Wiley. Tja, hat sich getäuscht und geirrt. Er hat sich geirrt und hat dann, ja, sein Irren hat ihn das Leben gekostet. Die Sicherheit hat ihn quasi, tja, so ist das halt. Wir haben es probiert, wir wollten gucken. Das war eine weitere Folge von Fallout 4. In der nächsten Folge geht's weiter. Dann gehen wir dann den Spuren nach Richtung unseres Sohnes, dem Entführer.
ja, Dogmeat hat Fährte aufgenommen. Mal sehen, wo sie uns hinführt. Ja, gerne mal Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Und allgemein Infos reinschreiben in die Kommentare. Und einen Daumen nach oben wäre sehr nett. Würde mich sehr freuen, wenn du dich hier weiter einfügst in die Community und in das Video, in das Let's Play. Würde mich sehr freuen. Also, dann sage ich jetzt bis denn. Ciao, tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Fallout 4.